Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, in der letzten Folge haben wir wieder unsere Stockpiles hier überfüllt. Und du, geh mal hier bauen. Ja, wir müssen noch das Ding da loswerden. Die schwebenden Blöcke von Pisa oder Babylon. Ja, Anspielung auf die hängenden Gärten von Babylon. Ja. Hier wird alles noch anständig gefüllt. Hier sind wir ja bald voll, noch 43. Hier haben sie den Eckblock gesetzt. Und ja, wir haben ja in der letzten Folge hier ausprobiert, was passiert, wenn wir das ganze Ding wegtunneln. Anstatt es in normaler Manier wegzubuddeln. Hier sei es richtig eingestellt in dem Quarry, ja. Den Cleaner brauchen wir auch nicht mehr. Flupp. Nein, May, bitte hol von hier. Blöcke. Das müssen wir dem jetzt ein bisschen sagen. Das sind ja zum Glück nur noch 5 Stück, die er dahin packen muss. Oh gut, jetzt ist er durch die Luftlinie näher an denen. Deswegen holt er auch von hier weiter. Deine. Gut. Dann kriegen wir nämlich die beiden Blöcke noch weg. Ist da jetzt extra Aufwand, weil ich nicht dran gedacht habe, die vorher wegzumachen. Weil lustigerweise die obersten Blöcke einer Treppe können schweben. Also einer Steinbruchtreppe. Einer Quarry-Treppe. Ja, und hier können wir ziemlich viel wegmachen auf einmal. Gut. Jetzt holt May doch von dort Steine. Thank you.
Na gut, ist alles okay soweit. So. Bauen wir doch wieder hier einen Aufräumtask. Hydra, du kannst das wegmachen und dann anfangen aufzuräumen. So. Sieht irgendwie toll aus, wie sie da stehen. Oh, ihr seid hier fertig. Gut, dann verschiebe ich mal euren nach hier drüben. Ach, und die Sonne geht mal wieder unter da hinten. Der Quappboden steht schon hoch am Firmament. Tschüss, Sonne. Ich habe 50 Steine, wenn ich richtig sehe, und ich brauche 164. Gut, räumt jetzt noch den letzten auf, dann kann er wieder beim Flatten helfen. So, das heißt, du bist fertig und kannst darüber. Das können wir jetzt da wegmachen.
Ja, die Stockpiles leeren sich langsam. Wenn wir so auf 5000 runter sind, können wir wieder langsam hier anfangen. Am besten wäre wirklich dann, wenn wir hier hochgehen von dieser Seite, da haben wir den meisten Platz eigentlich. Ja gut, jetzt können wir dann langsam die Jungs von dem Flatten Task hierhin abziehen. Die erstmal zu dem Flatten Task verschieben. Das erstmal hier fertig machen. Oh, hier wird gleich schon die Treppe gemacht. Ist
Ist ein bisschen unpraktisch, dass sie da runterhüpfen müssen, aber ich denke, das dürfte hier einigermaßen gehen. Ja, klappt ganz gut eigentlich. Ja, und das große Chaos geht schon wieder los. So. Viel besser. Ich habe nichts gesagt. Okay, no one. Ach ey, jetzt geht ja richtig Chaos ab. Oh. Genau das, was ich befürchtet hatte. Na komm, mach ein bisschen was angenehmer.